Und liebe Kinder, ich freue mich, dass hier jeder Platz belegt ist, alles besetzt ist. Kinder, seid ihr alle gut drauf? Seid ihr alle da? Ja, heute bin ich im Schwarzwald, Südbaden, am Rhein. Aber es geht nicht um Baden und raus, nein. Ein Hilferuf hat mich erreicht von der Familie Zinnecker Brauer. Und da klemmt wohl der Gang. Mal sehen, was ich machen kann. Hallo, wir sind die Familie Zinnecker und Brauer. Mein Name ist Daniel. Hallo, mein Name ist Jenny Zinnecker. Das ist meine Tochter Julina und mein Sohn Noah. Und wir leben und arbeiten natürlich auch im Zirkus. Seit Generationen betreibt die Familie ihren Zirkus mit viel Liebe und Leidenschaft. Neben Akrobatik, Clowns und Artisten haben wir natürlich auch Tiere bei uns im Zirkus. Und das ist der Streichelzoo für die Kleinen. Die haben da riesen Spaß dran. Das ist jetzt unser Auto. Es ist eigentlich total kaputt. Wir bekommen höchstwahrscheinlich gar keinen TÜV mehr. Wir brauchen einfach ein Auto, was funktioniert, was verkehrssicher ist. Sonst wird es für uns schwierig, einfach beim Zirkus weiterzufahren. Und der Lebenstraum würde kaputt gehen. Das wäre super, Date, wenn du uns helfen könntest. Ja, das sind echte Probleme von so einer Zirkustruppe. Karre im Arsch. Ich fahre erstmal hin. Hallihallo. Date, moin. Daniel, hallo. Daniel, und die Dame? Hi, Jenny. Jenny, wen haben wir hier? Noah. Ich meine, da sieht alles interessant aus. Tiere habt ihr? Ja, haben wir. Habt ihr auch die wilde Löwennummer? Nein, haben wir nicht. Also es wird keiner gefressen. Nee, und den bissigen Tiger? Haben wir auch nicht. Und das bockige Kamel? Nee, wir haben einen bockigen Ziegenbock. Ja, die zickige Ziege? Genau. Ja, dann zeig mir mal, wo ihr lebt, wie das hier alles so läuft. Das ist so romantisch hier. Küche, Wohnzimmer und vor allem Kinderzimmer, alles in einem. So, es gibt ja schöne Sachen, wie ein Zirkus, aber es gibt auch schlechte Nachrichten. Genau, also es gibt... Oder es gab eine schlechte Nachricht im Winter. Da ist uns unser Kostümwagen abgebrannt. Brandursache war ein defekter Ölofen. Also wir haben halt alles verloren, was wir uns diese 30 Jahre angesammelt hatten. Über 50 Spezialanfertigungen wurden binnen Minuten zerstört. Dann geht's weiter. Einmal haben wir einen Brand, dann haben wir ein Problem mit dem. Das zweite Problem ist eben jetzt unser Auto. Ja? Mhm. Dass das halt wirklich nicht mehr fahrtüchtig ist. Man merkt halt, es klappert überall, es wackelt überall und es wird jetzt höchste Eisenbahn. Ja. Ja. Wir brauchen halt ein Auto für die alltäglichen Dinge. Also die Kinder müssen in die Schule oder in den Kindergarten, dann musst du einkaufen, dann ist es bei uns. Wir haben halt 40 Platzwechsel pro Jahr. Ja, also das heißt, wir ziehen 40 Mal um. Das ist doch Wahnsinn, da wirst du bekloppt. Ja, aber wenn man aber das ist ja eure Welt. Ne? Wenn man beim Zirkus ist, dann muss man bekloppt. Nee, wenn du beim Zirkus bist, dann willst du auch Zirkus haben. Dann musst du umziehen. Ich meine, mal 40 Mal, da wäre ich ja kurz vor Nervenlähmung. Ne? Also 300 Euro können wir dir geben. Das haben wir hart angespart. Mehr können wir dir leider nicht geben momentan. Ja, du weißt schon, dass das nicht reicht, ne? Ja, wir geben dir den Escort noch dazu. Ja, aber mehr ist... Du hast doch schon gesagt, der fällt auseinander. Aber wir gucken uns das Ding erstmal an. Ja. Bollen. Vergammelt, hinten einen reingekriegt, da. Mach's mal auf. Sind die Alus noch was? Nee, die sind ja auch komplett auf Glatze, ne? Ah. Also ein bisschen mehr Qualität habe ich mir doch gewünscht, du. Rost, hier ist er verfault. Was ist das hier? Da fehlt der Spiegel. Der ist... Hier, Federn kannst du ja noch eine Zirkustruppe unterbringen. Ja. Du, ganz ehrlich, der ist hinter sich. Oh! Ja. Also gesund hört sich aber anders an, du. Papiere. Hier. 300. Und ein Stoßgebet hätte ich gerne von dir. Hier ist unser hart verdientes Geld. Ja, ich werde es gewissenhaft einsetzen. Sind die Papiere komplett? Da ist alles komplett drin. Sehr gut. Dann nimm die Kindersitze eben raus. Genau. Und ich schau mal, wie ich das Ding überhaupt an Mann kriege und was der Markt gerade anbietet. Was kann ich überhaupt für 300 Euro kriegen? Plus, ganz ehrlich gesagt, eine Schrottkarre. Filippo! Hi, Dad! Servus! Heute ist dein Glückstag. Ja, ich freue mich auch. Weißt du warum? Warum? Deshalb. Ist nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Erkennst du den Wagen wieder? Du hast doch von dem Auto gesprochen am Telefon. Ja. Ja, was soll ich denn damit machen? Ich meine, nur die paar Meter, die ich da rumgelaufen bin, habe ich schon genug gesehen.
Normalerweise kann ich dir dafür eigentlich nur noch einen Brandbeschleuniger geben. Weil selbst der Schrotthändler will ja von mir Geld haben. Nee, du kriegst ja noch Geld, wenn du wegschmeißt. Noch ein bisschen Geld, wenn ich das Ding wegschmeiße, kriege ich irgendwo meine 120, 150 Euro. Doch Det muss mehr Geld aus dem Ford rausholen. Deshalb schildert er die Situation der Zirkusfamilie und hofft, dass Filippo eine kleine Spende drauflegt. Sag, was brauchst du? Was brauchst du? 500. Unter dem Motto, dass du dieses Projekt, du machst ja für etwas Gutes, das unterstütze mal. Und dann bin ich mit 500 Euro auch dabei. Filippo? Ja? Abgemacht. Das ist ein Wort. Willst die Kohle gleich haben? Und du die Papiere? Ja. Dann machen wir einen Tausch. Ich habe jetzt ein Rendezvous in Freiburg und zwar mit Frau Honda, Modell Wanderhure. Warum sage ich sowas? Ich will einen Zwischenhandel machen. Wanderhuren sind Fahrzeuge, die man günstig ankauft, ein bisschen streichelt, ein bisschen optimiert und dann gleich weiterschiebt. Um Gewinn zu machen. Das ist mein Ziel. Ein Zwischenhandel. Guten Tag. Da. Super. Du bist Klaus? Richtig. Ich bin Det. Hallo. Wollen wir mal? Schauen wir mal. Alles klar. Wie viel der Hand? Zweite Hand. Zweite Hand. Hat er einen Zahnriemenwechsel gerade gehabt oder steht er an? Das ist wichtig für mich. Er hat schon mal einer gehabt, aber ist schon ein bisschen länger her. Also innerhalb der nächsten 12 Monate sollte man noch mal machen. Aber es sind keine sofortigen Arbeiten nötig? Sofortig nicht, nein. Haben wir Rostprobleme? Hinten rechts haben wir Kleinigkeit, glaube ich, aber nicht wirklich was Wildes. Hat er mal einen Unfall gehabt, ist was gespachtelt worden? Nö. Radläufe sind sauber. Und hier ein Bums für den Kunden? Tja, der ist serienmäßig mit dabei. So haben wir den gekauft. Verstehe. Kriege ich das wieder sauber raus? Ist hier eine Rundung? Kann ich mal einmal reingucken? Bitte schön. Das kann man hier abnehmen. Das heißt, ich komme unten rein, um das rauszudrücken. Oder wird das zu umfangreich? Sonst irgendwelche Pickel. Das hier meinst du? Das habe ich gemeint. Da ist eine kleine Roststelle. Ja. Was ist das denn hier? Sonnenbrand? So ein paar Sachen. Wie du gesagt hast, rote Farbe hinterlässt manchmal gewisse Spuren. Ja, Spuren hinterlässt die Farbe auch bei mir. Solange ich keinen roten Kopf kriege, mache ich mal kurz den Deckel auf, damit ich mir einmal den Motor angucken kann. Der Motorcheck zeigt, alles in Ordnung. Det will es wagen und in den Honda investieren. Ja, wo liegen wir denn? So wie der Teil hier sich präsentiert, ein paar Marken Rostkratzer, 500. 700. Das brauche ich. 550, das brauche ich. Sonst kann ich nicht. Also, weil ich großes Herz habe und eigentlich Zirkus mag, ja, und zwei Kinder habe, die Zirkus mögen, machen wir 6,50, aber dann ist Ende. Und ein Küsschen. Okay. Darauf verzichte ich gern. Det, moin. Hi Det, Arendt. Arendt. Hi Det, grüß dich, Jürgen. Jürgen, ja, noch scheint die Sonne nur im Innenraum nicht. Ihr seid die besten Aufbereiter, ja, die sich auch noch mit Lack und Blech auskennen. Ja. Sieht's aus? Phase 1. Hier sieht es innen drin nicht mehr so schick aus. Ne? Leider haben wir auch Beulen. Sieht nach einer Großbaustelle aus. Was machen wir da? Tja, dann machen wir das Kofferdeckel auf, bauen die Verkleidung ab. Schnelle Aktion. Und dann schauen wir, dass wir von innen die Delle wieder nach Hause bekommen. Da geht's schon wieder weiter. Hier partiell können wir ein paar Sachen ausbessern. Und auch die weiteren Mängel wie Rost am Radlauf und der ausgeblichene Lack stehen auf dem Zettel. Weißt du, was meine drei Probleme sind? Keine Kohle, keine Zeit und noch keine Karre. So, was mache ich jetzt? Runterhandeln. Es tut mir ja leid, ihr arbeitet ja. Ich finde das mal total schäbig, Leute runterzuhandeln, die sich bücken. Aber ich habe keine andere Wahl. Buni? Küsschen. Deal steht. Küsschen. Jo. Morgen? Morgen. Morgen. Alles klar. Gibt gerade eine Sondervorstellung. Oh. In Schlingen, das ist um die Ecke. Aha. Zirkus, Remi Demi, nee, Lamberti ist angesagt. Das ist der Hauptdarsteller. Der Herr Lamberti. Der Lamberti, ne? Ja, ja. Da machen wir einen von. Geben Sie noch ein paar weiter. Ermäßigungskarten, ist klar. Und dann wünschen wir, dass Sie gute Laune haben. Ja? Wünsche ich auch. Viel Spaß. Vielen Dank. Einmal in den Zirkus, kennt ihr das schon? Ja, wir will auch ein paar Ermäßigungskarten vom Zirkus Lamberti mitgeben. Haben Sie Lust auf Unterhaltung? Hier gibt es erstmal Eintrittskarten für den Zirkus. Fahrzeugschein, Führerschein bitte. Heute geben wir Ihnen mal die Papiere. Ei, merci. Eine Karte für Sie, eine Karte für den Mann und noch eine für den Geliebten. So, dann wollen wir mal sehen, ob sich das Ding verpuppt hat. Junge, Donner, ja, wo ist denn hier die Beule? Det, ich flipp aus. So. Das ist doch Wahnsinn. Habt ihr da noch was lackiert? Nein. Das habt ihr so hingekriegt?
ausgetupft, die Lackrisse. Das muss ich mir mal vorstellen. Vorher den richtigen Kissenschlag gehabt. Und hier, Rost weg. Perfekt. Spiegel. Das musst du mir erklären. Wie hast du das wieder so hingekriegt? Ja, da gibt es eine spezielle Politur natürlich. Zum einen und zum anderen Erfahrung. Okay. Ganz einfach. Die Erfahrung kostet normalerweise Geld, ne? Nur das habe ich ja nicht, aber wir haben Festpreis gemacht. Leider. Ich kann mich nur noch vor euch verneigen. Tolle Arbeit. Karger Lohn, das ist ja leider so. Boah. Vielen Dank. Am besten sagt ihr nichts. Nein. Ich kann mich nur noch bedanken. Moin. Morgen. Florian. Florian. Habe ich nicht mit deinem Kollegen telefoniert? Nein, das war ich. Sicher? Sicher. Ganz sicher. Da habe ich den Namen richtig verstanden. Du hast ihn bestellt, jetzt bin ich hier. Pass auf, ich habe hier die Papiere. Wenn du willst, kannst du einmal unter der Haube gucken. Aber ich habe keine Fehler gefunden. Ich habe auch nichts, was ich dir jetzt irgendwie vorenthalten will. Okay. Ne? Das ist hier alles komplett. Setz dich doch mal rein, check ihn mal durch, willst du mal unter der Haube gucken. Na, was sagst du dazu? Hört sich schon mal nicht schlecht an. Und von meiner Seite aus sehe ich hier 1300. 1300 ist ein bisschen viel. Ich meine, ich hätte auch 1500 sagen können, ne? Na klar. Ist er auch wert, aber weißt du, ich bin auch zu dir gekommen. Ich würde vorschlagen 900 Euro. Ja, dann schlage ich dir 1200 vor. So einfach ist das. Ne? Dann machen wir 1100 und die Sache ist geritzt. Dann machen wir 1100, wird bald dunkel, essen müssen wir beide. 1100 Papiere da, Auto auch. Gage hast du. Gage habe ich. Dann machen wir das jetzt hier fix. Hallo, Dave. Hast du meinen Kuga schon vorbereitet? Genau, richtig. Ja, aber deshalb bin ich hier, ne? Tja, freu mich. Hallo, Dave. Da ist er. Da steht er. Er hat 145.000 Kilometer gelaufen. Was für ein Baujahr? Er ist aus 2002 und zweiter Hand. Zweiter Hand? Genau, wurde gepflegt. Kennst du die Leute? Ja, das sind ganz gute Kunden von uns hier im Hause. Die sind ständig bei uns gewesen in der Wartung. Und von dem her ist das ein Auto, wo wirklich für das Alter wirklich top in Schuss ist. Also wirklich auch Inspektionen alle gemacht worden sind. Also ein vernünftiges Wartungsheft. Genau, richtig. Mach bitte einmal den Deckel auf. Das müssen wir, glaube ich, von hier vorne machen. Ein Blick unter die Haube bestätigt den guten Eindruck. Der Motor läuft sauber. Date ist begeistert. Weißt du, der läuft so ruhig, dass ich schon dran zweifle, ob er überhaupt an ist. Probefahrt. Mit dem Wagen bin ich richtig auf Kurs. Wir haben hier ein sauberes Fahrwerk, einen durchzugsstarken Motor und eine Innenausstattung, die seinesgleichen sucht. Date, hallo. Bruno, mach mich glücklich. Was willst du sehen für dieses Schmuckstück? Steht vorne dran, 2,7. Die Brille kostet extra, jetzt flipp ich aus. 2 Mille ist in Ordnung. Nein, komm ich nicht hin. Ja, wie jetzt? Das Auge ist mit, das Herz spielt mit. Top-Auto, Top-Ausstattung, Xenon, Klimaautomatik, ja, Winterräder, Inspektion, alles gemacht. Welches Modell hat den günstigsten Kombi? Frag mal dir. Siehste, Ford hat den günstigsten Kombi. Genau. Und warum ist er nicht der günstigste? Weil er hier super ausgestattet ist. Das sagst du? Genau. Sag an. 2,5 steht. 2,2. Ich will hier keinen Teppich kaufen. 2,3. Das Maximale der Gefühle und dann bekommst du wirklich ein Top-Auto, Top-Qualität und kannst jemanden happy machen. Und du gehst noch mit dem Sauger rein. Sehr gerne. Pass. Kurze Zeit später heißt es Schlange stehen beim Zirkus Lamberti. Gleich wird die Sondervorstellung beginnen und das Interesse an der Show ist riesig. Doch zum Ford Mondeo fehlen noch satte 1.150 Euro. Jetzt müssen sich alle richtig reinhängen, damit genug Geld für den Traumwagen eingenommen wird. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo alle zusammen. Und liebe Kinder, ich freue mich, dass hier jeder Platz belegt ist, alles besetzt ist. Kinder, seid ihr alle gut drauf? Seid ihr alle da? Oh, das können wir noch besser. Seid ihr wirklich alle da? Super. Und nochmal einen Riesenapplaus bitte für die neue Klasse Nummer Zirkus Lamberti. Der Familienzirkus begeistert sein junges Publikum mit aufregenden Einlagen, die die Kinder hautnah miterleben können. Neben halsbrecherischer Akrobatik steht heute etwas ganz Besonderes an. Die kleine Jolina hat ihren ersten großen Auftritt. Det ist beeindruckt. Also jetzt gibt's von meiner Seite aus erstmal einen richtigen Applaus. Ja, so, danke. Also für danke euch ziehe ich den Hut. Dankeschön. Geile Nummer, super Vorstellung. Alle waren am Schreien, alle sind happy. Ich will das jetzt eigentlich gar nicht unterbrechen, aber wir müssen jetzt mal einen Kassensturz machen, weil ich habe auch noch was auf dem Zettel. Ich muss sehen, was möglich ist. Habt ihr die Kasse am Start? Habe ich da. Gebe ich dir gerade. Gut. So, jetzt kommt's drauf an. Klingelt die Kasse oder habe ich Schmerzen? 1200 hatte ich schon Voreinnahmen. Reicht ja noch nicht.
Hartgeld, viel, Scheine, auch viel, nur leider kleine Scheine. Doch es stellt sich heraus, abzüglich aller Kosten reichen die Einnahmen, um den Ford für 2.300 Euro kaufen zu können. Ein bisschen Tankgeld bleibt sogar noch übrig. Jetzt ist es soweit. Moin Bruno. Moin Dad. Hi. Papiere paletti. Alles parat. Scheine sind klar. Vielen Dank. Muss ich noch irgendwas wissen? Passt alles? Schiff AU, alles gemacht, wie vereinbart. Zwei Schlüssel, gute Fahrt, drück die Daumen. Weißt du was, ich danke dir. Gerne. Du hast nicht nur mich glücklich gemacht. Sehr gerne, viel Spaß. Und jetzt geht's richtig rund. Na, Boys and Girls, seid ihr schon ein bisschen aufgeregt? Ja. Wir sind jetzt auf einem Parkplatz, ne? Ja. Und eure Wünsche war ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung. Wollen wir mal gucken, was wir hier haben? Da sehen wir ein Kombi, ne? Aber keine Anhängerkupplung. Ja. Haben wir noch andere Ideen? Was meinst du? Hast du eine Lieblingsfarbe? Gar nicht, nee, also. Gar nicht? Da bin ich irgendwie nicht. So was? Wählerisch. Ist das schön? Ja, das ist schön. In der Innenstädte sollte auch noch kommen, ne? Ja. Da passt ihr nicht alle rein. Und viel weiter wollen wir auch nicht gehen. Was meint ihr? Wie findet ihr denn Rot? Schön. Rote Lippen. Eine schöne Farbe. Rote Nägel. Ja. Schauen wir mal. Ja, seid ihr jetzt hier? Ihr wisst ja nicht, wo ihr hingehen sollt. Nein. Ja, dann denkt doch mal nach, guckt doch mal alles durch. Oh, die geht sogar auf. Siehst du? Jetzt sei nicht so schüchtern. Ich geh mal rein, ne? So. Findest du den schön? Kommst du da gar nicht mehr klar, oder was? Das hatte ich nie gedacht. Das hast du nicht gedacht? Nein. Das ist er aber. Wirklich? Ja, los. Also wir sind einfach überwältigt. Es ist unfassbar, was der Date einfach aus einem Haufen Schrott machen kann. Jenny und Daniel können ihr Glück nicht fassen. Die Rückschläge der Vergangenheit sind in diesem Moment vergessen. Komm, Lady. Ja, Hammer. Dankeschön, Dad, das war echt. Bitte, bitte, bitte. Das habe ich gern getan. Wir hätten niemals, wenn wir einen Gebrauchtwagen gesucht hätten, sowas hingekriegt. Vielen Dank.